Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Endlich mal wieder ein neues Informationsvideo bzw. ein Video, wo man was lernen kann. Ist schon lange her. Liegt daran, weil ich an gewissen Projekten arbeite, die ich noch nicht verraten kann. und zwar, heute Thema, vorab erstmal. Ich mache jetzt Twitch, bedeutet, ich streame meistens dreimal die Woche. Du kannst meinen Channel abonnieren, und zwar Sashtastic, steht unten alles in der Videobeschreibung. Dort kannst du raufgehen, mir folgen, und dann wirst du auch in Zukunft nichts verpassen, was ich da bringe für ein Content. Denn manchmal reagiere ich auf Videos, wo sich irgendwelche YouTuber tätowieren lassen haben. Ich gebe generell da auch nochmal ein paar Tätowierer-Tipps bzw. Tipps für Kunden. Und mache natürlich da auch sämtlichen Blödsinn und zocke Retro-Games, wie man sehen kann, denn hier ist eine PlayStation 1, Super Nintendo und so weiter. Kommen wir zu folgendem Thema in diesem Video. Viele Leute denken immer da draußen, beziehungsweise viele Kunden, die ich habe, oder von meinen Kunden die Freunde oder Freundinnen, da gibt es so manchmal ein paar Gespräche, die kriege ich mit beim Quatschen, wenn der Kunde tätowiert wird auf der Liege, von wegen nach dem Motto, ja, mein alter Tätowierer oder mein jetziger Tätowierer, der ist total schnell. Und das finde ich voll gut. Nein, das ist voll scheiße. Denn umso schneller der Tätowierer ist, also klar, ich verstehe, was du willst. Und zwar, du möchtest unbedingt, dass es schnell vorbei ist, und so hast du auch weniger Schmerzen, und es ist schnell vollbracht und du kannst wieder gehen, und das kostet dann auch nicht so viel Geld. Wobei die meisten, die trotzdem schnell tätowieren, unfassbare Summen nehmen für das, was sie quasi dahin geschmiert haben. Will ich euch trotzdem mal eins mit auf den Weg geben, und zwar wäre es verdammt gut, wenn du von sowas die Finger lässt. Denn nur weil ein Tätowierer oder eine Tätowiererin schnell ist, heißt es noch lange nicht, dass das Werk letztendlich Qualität hat. Denn meistens erkennst du sowas, in den meisten Fällen siehst du das wirklich nur, wenn das Motiv abgeheilt ist. Schnell ist scheiße, kann ich dir sagen. Weil umso schneller du auf der Haut bist, auf den Hautporen, und die Haut nicht richtig gestrafft hast und du darüber ratschst, kann ich dir sagen, wird die Farbe definitiv nicht richtig gut drin bleiben. Wenn es was ganz Kleines ist. Kleine Sachen gehen immer ganz schnell. Ja, es sei denn, es ist ein detailreiches, kleines Mini-Fuzzi-Auge, was aber keiner machen würde. Aber ich sage es jetzt nur mal als Beispiel. Dann wird auch das natürlich lange dauern. Ne? Was ich nur damit sagen will, ist, es gibt viele, die einfach nicht verstehen, dass Schnelligkeit scheiße ist. Denkt immer dran, ich sage das immer wieder, du nimmst das mit ins Grab. Das ist das Einzige auf deinem Körper, was du mit in dein Grab nimmst. Und eventuell noch einen kleinen Goldzahn, wobei der, glaube ich, auch entfernt wird aus deinem Mund. Wirklich, du solltest darauf aufpassen, dass du nicht bei jemandem landest quasi, der das ganz schnell erledigt. Denn das funktioniert nicht, ja, alleine schon Porträt. Es gibt Leute, die rotzen in 3 Stunden ein Porträt hin. Und kann ich dir jetzt schon sagen, dass das wird keine Qualität besitzen. Ja, das wird grottenschlecht aussehen. Das wird, wenn es abgeheilt ist, überhaupt keinen Kontrast haben, weil du musst lange, wirklich sehr, sehr lange auf den Hautstellen bleiben, um es weich übergehen zu lassen, zum Beispiel in einem Gesicht. Ja, oder halt auch in sämtlichen anderen realistischen Regionen. Deswegen solltest du da immer schön aufpassen. Das war wieder ein kleiner Tipp am Rande. Ich versuche jetzt immer wieder mal so ein paar Tipps rauszuhauen für euch, und damit ihr auch was lernen könnt. Gucken wir mal einfach, was als nächstes wieder folgt. Auf jeden Fall, ich danke dir fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und bis dann, Antenne, haut rein, Brian!